Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fans, Feinde, neu zugeschaltene und Gewohnheitsgucker. Ich bin Chris Cassidy und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Chris Cassidy. Wir werden heute wieder schonungslos, erbarmungslos und hemmungslos uns dem Leben selbst hingeben und wir werden schauen, wo es uns hinführen wird. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid und euch hier mit auf den Weg nehmen lasst. Ne? Der ist unbestimmt, der ist offen. Und wir gehen ihn gemeinsam. Es ist Nacht. Es ist Vollmond heute. Und er hat eine Magie, ihr kennt diese Magie. Das ist die Magie der Nacht. Das ist die Magie des Vollmondes. Das ist die Magie und der Zauber des Neuen, der Überraschung, des Chaos. Der ursprünglichen Erscheinung der Dinge. Des Triebes, des Tieres. Der Erregung und der Ekstase. Hey, hallo. Ja, beruhig dich mal. Ruhig, Bauna. Und natürlich der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit. In der Nacht, so dunkel sie auch ist, also für die Augen, ja, für die sinnlichen Augen. Deswegen habe ich meine Augen heute auch verdeckt, weil die bringen in der Nacht nichts. Weil halt vieles sinnlich nicht erfahrbar ist. Für den eingeschränkten menschlichen Körper, der ist eine super krasse, überhypermäßige, erlebnisorgasmische Maschine, ja. Aber obwohl sie das ist, muss man sich auch klar machen, sie ist trotzdem, wie sie ist und sie ist in Grenzen. Sie ist ein Ausdruck der Natur. Also Hören ist geil, nichts gegen Hören. Ich finde auch Sehen cool, also richtig cool sogar. Also wir können ja nicht aus unserer Haut. Das ist schon schön. Hören und Körper und Tanz und Verbindung und Musik, Klang, das sind schon geile Welten. Also ich wollte nur noch mal kurz wirklich auch demonstrieren, dass ich da voll dabei bin, so bei den 5 Sinnen, 6, 7, naja, hab Überblick verloren, wie viel das eigentlich sind, jetzt so herkömmlich gesehen. Es ist eine schöne, milde Luft heute Nacht. Die Abgase der Autos können dem nichts anhaben. Sie sind trotzdem da, aber sie können meiner Nase, um diesen Sinn jetzt mal gleich zu nehmen, auch als Beispiel, jetzt nichts anhaben. Der Kopf weiß, dass die ganzen Abgase trotzdem da sind und da viele andere Feinstaub und Müll, der hier so unterwegs ist, in unserer Erdatmosphäre. Da muss man neue Sinne entdecken. Ja? Da muss man Sinne vielleicht spontan nicht kreieren, sondern erfahren, die vielleicht nie wiederkommen. Ja? Und heute diese Nacht, ja wie gesagt, also die hat, glaube ich, jetzt schon, das spüre ich schon, einen ganz besonderen Zauber, ganz besondere Kraft. Einfach auch eine Kraft, die Wahrheit ans Licht zu bringen, ne? Obwohl Nacht ist. Wie gesagt, die Augen bringen da nichts, das dritte Auge wird angeschaltet. Ist eine von vielen möglichen Sinnen, neuen Sinnen, die man da anknipsen kann. Also die sich selber anknipsen. Wenn man sich nur prinzipiell aufmacht, dann knipsen sich diese Sinne alle wie von selber an. Diese Vielsinnigkeit, möchte ich sie nennen an dieser Stelle, diese Vielsinnigkeit des menschlichen Erfahrungsbereiches, also des kosmischen, göttlichen Erlebnisbereiches in sich selbst, ja. Ja. Und in der Nacht erlauben wir uns manchmal auch, uns all diesen urnatürlichen Sachen eher zu öffnen und hinzugeben. Es ist auch vollkommen okay, wenn man dafür Substanzen braucht oder Lösungsmittel, möchte ich es mal nennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch nachts braucht man Drogen, nicht nur tagsüber. Weil sich zu lösen in einem so hart strukturierten Tag ist manchmal nicht einfach, aber es passiert uns allen trotzdem in der Nacht. Der Trieb, der innere Wunsch, das Bedürfnis der Lösung, des Fallenlassens in den Zauber, in die tausend Sinne, ja, in die Magie, in das Neue, auch in die Verletzung, wenn es dazu gehört. Ja, aus der phönixartige neue Erscheinung hervorgehen können. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz und dann hört der Herzschlag auf. Und dann löst man sich auch ein bisschen auf. Dann ist man nicht mehr Chris Cassidy. Dann ist man diese Straße hier. Der Bürgersteig. Die Nacht und das in der Dunkelheit und im Tage leider zurzeit Verborgene, das muss wieder raus. Das muss wieder rein. Rein und raus und wieder rein und nochmal raus.
Und mein Tipp an euch ist, übertragt ein bisschen was von diesem ganzen geilen Scheiß der Nacht in den Tag, Mann. Das kann sich vermischen. Das muss nicht so stabil sein und so starr. Er hat's verstanden. Er hat's verstanden, was ich meine. Einer von 4 Autos. Naja, ist eine gute Quote. Es muss auch jetzt auch nicht jeden Tag Nacht sein, möchte ich fast sagen. Ne? Also, das kann sich vermischen. Diese Nacht und ich, es wird ein Kampf, ne? Es wird so Mann-Frau-Tanz-Tango-mäßig, aber diese Nacht und ich werden heute eine schöne Nacht haben, möchte ich mal sagen. Ne? Diese Nacht hat gegen mich keine Chance, weil ich ihr aber auch ihre Momente gönne. Gönnt sie mir auch meine, weil wir zusammen tanzen, weil wir spielen. Ja. Zumindest ist das Chris Cassidy-Style. Und vielleicht habt ihr ja Bock, euch eine Scheibe abzuschneiden. Gibt's zu bestellen im Fanshop. Ein paar Scheiben haben wir noch. Aber es gibt, glaube ich, auch viele andere Scheiben von anderen Leuten, die ihr euch auch abschneiden könnt. Ja, es ist wirklich eine schöne Nacht. Wir tanzen ja einen schönen Tanz und wir tanzen ihn weiter, und zwar jetzt. Und auch in der Nacht kann die Fantasie ihren freien Lauf nehmen. Und ein Chris Cassidy und auch du kannst in diesen roten Lichtern dort kurz für einen kurzen Moment des sich gehen lassens dort oben am Nachthimmel. Dann kann man mit ein bisschen Fantasie dort fremde Welten und neue Sternengalaxien erkennen. Man kann auch mal Kitsch zulassen. Oh yeah, baby. Denn Kitsch gibt es da draußen in der Welt. For real. Let's go. Wir checken jetzt, ob wir irgendwo ein bisschen Kitsch finden. Echten Kitsch. So richtig mit Schmackes. Ja? Wo du dich dem nicht erwehren kannst. So eklig du das auch findest. Aber es ist zu schön. Oh. Weil die Natur kann nicht kitschig sein. Also die Natur ist einfach nur schön. Und die Kultur ist ja sozusagen die Natur des Menschen. Kann auch nicht anders, als auch selbst Natur zu sein. Aber ich möchte da doch ein Unterthema aufmachen, ja, mit der Kultur. Und die Kultur kann auch durchaus kitschig sein, aber dieser Kitsch ist menschliche Natur, der ist menschliche Wahrheit. Die kitschige Wahrheit der menschlichen Kultur ist missbraucht worden, massenmedial vertrasht, in den Schredder geworfen und die Schredderpapiere noch zu einer neuen Collage aus demselben Brei zusammengesetzt. Natürlich wie die Natur selbst, ja, aber die Kultur, wie gesagt, da berichten wir noch mal in einer anderen Folge drüber. Bei Chris Cassidy berichtet über andere Folgen. Und jetzt wollen wir aber vielleicht mal gucken, was hier los ist. Also das hier ist ja wohl wirklich mal kein Zurück mehr. Wir müssen jetzt mal Geheimnisse lüften. Was ist hier los? Was soll das? Was ist das? Ein Phallus hier schon wieder. Und wir schauen mal, was dahinter steckt. Zaun, Stacheldrahtzaun, aha. Da steckt wohl was dahinter. Vermeintlich, denkt man. Wenn man den Stacheldrahtzaun sieht und hier den rot leuchtenden Phallusturm, ja? Aber es sind Oberflächlichkeiten. Es ist nur ein Zaun. Es ist nur ein Penis, okay? Feuerwehrzufahrt frei halten. Dass ich nicht lache, das finde ich lächerlich. Hey, hey, hallo. Ja. So eine Vagina daneben wäre doch mal auch mal eine Sache, oder mal irgendwie mehr Weiblichkeit. Also die 76 finde ich an diesem ganzen Laden hier noch das kraftvollste. Denn Zahlen sind Symbole. Die sind Abstraktionen von Natur. Und dadurch, dass sie abstrakt sind, können sie die Natur und die Wahrheit viel eher treffen als jeder präzis gemeißelte Phallusturm. Also eine 76. Ich überlege fast, ob ich sie mir noch diese Nacht auf den Rücken tätowieren lasse. Mit der Nacht tanze ich einen guten Tanz, ja. Wir sind eins, wir sind cool, wir sind sexy. Wir werden bestimmt auch noch kuschelig im Bett landen, ja. Also, naja, ist ein anderes Thema. Da gucken wir nochmal später rauf, vielleicht bei der nächsten Show. Vielleicht hatte ich auch schon mal eine Show drüber.
Chris Cassidy berichtet live, ehrlich, schonungslos, mitten aus dem Leben und kennt keine Pausen, außer wenn die Blase ruft oder sich eine wunderschöne Frau offenbart und mir keine andere Wahl lässt. Aber jetzt haben wir grün und auch das Leben und diese Nacht sagt grün. Ihr solltet jede rote Ampel prinzipiell in Frage stellen. Schaut euch immer um. Links, rechts. Muss ich wirklich stehen bleiben? Wo muss ich lang? Wo soll ich hin? Muss ich gehen? Soll ich warten? Ja? Rote und grüne Ampeln sind gute, ja, wie soll ich sagen, Wegweiser. Aber sie müssen deine Entscheidung nicht dominieren. Du brauchst keine Augen mehr. Du brauchst auch keine Vollmondbrille, so wie ich sie aufhabe. Du brauchst nicht mal so ein Fernglas hier, ja? Aber es ist cool. Es eröffnet neue Welten. Aber sinnbildlich musst du es irgendwie schaffen, deine Augen, deine Ohren, deine Nase, dein Kopf, deinen gewohnten, konditionierten, gesellschaftlichen Kopf nicht mehr dominieren zu lassen, ja? Setz dir eine Brille auf oder zieh deine virtuelle, imaginäre Brille ab und guck mal durchs Fernglas, ja? Alter, wenn du dich jetzt sehen könntest, aber das kann ich nur von hier außen, und zwar nur mit diesem speziellen Future-Science-Fiction-magischen, supernächtlichen Ultra-Fernglas. Aber da berichten wir nochmal in einer kommenden Folge drüber, bei Chris Cassidy berichtet über alles, was da kommen mag. Erbarmungslos, schonungslos, hemmungslos, knallhart, in die Fresse, in die Eierstöcke. Ja, so dass ihr all euren Schmerz endlich mal rausmenstruieren könnt. So in die Richtung soll das gehen. Das habe ich auch selbst hinter mir und das wird auch, glaube ich, wieder auf mich zukommen. In der nächsten Show. Jetzt gehen wir mal weiter. Und plötzlich geht es doch wieder weiter. Man dachte, es ist schon vorbei. Man dachte, man ist zur Ruhe gekommen. Nein, da ist das Leben wieder voll da. Gib dir eins in die Fresse. Gib dir dann eine schöne Massage. Ne? Hat es ja nicht so gemeint. Das ist ja gut und schlecht und hart und weich zugleich. Ist ja alles dabei, immer. Yin und Yang, ja. Yin und Yang, das ist ja irgendwie Quatsch, da zu denken, dass das jetzt schwarz und weiß nur bedeuten würde, eine Dualität. Nein, da ist ja ein schwarzes Kleckslein in der weißen Fläche drin. Und auch umgekehrt ein weißer Punkt im schwarzen Tief. Und auch bei der Schweif, der Schwarze und der Weiße, geht ja in die Ewigkeit des anderen hinüber. Also es ist ja ein Brei eigentlich. Und viele Grauzonen. Eigentlich sagt Yin und Yang, das habe ich auf meinen Reisen gelernt. Yin und Yang ist eigentlich ein Verweis auf die vielen Grauzonen, die es gibt. Ja, nachts hat ein Beauty-Salon zu. Die Nacht hat ihre eigene Schönheit. Das lernen wir daraus. Aber hier möchte ich gerade wirklich darauf hinaus, dass in der Nacht wirklich ganz eigene Schönheiten gelten und auch die Hässlichkeit endlich mal ihren Moment haben darf. Also das finde ich auch wieder sehr entspannend an der Nacht, dass sie alles zulässt und erlaubt. Der Tag ist da verbohrter und strukturierter. Ja, was gibt es an der Nacht eigentlich zu kritisieren, fragt man sich auch manchmal. Ich frage es mich gerade. Der Taxifahrer würde es wahrscheinlich wissen, das ist auch so ein Typ vom Schlag Chris Cassidy, so Taxifahrer, die haben viel gelebt, die haben viel erfahren, also wenn nicht gar alles, möchte ich fast meinen, und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und ich habe schon Taxifahrer kennengelernt, fast alle, ich weiß es nicht genau, aber so plus minus alle Taxifahrer kennengelernt, und die meisten davon waren schon wirklich, die haben es verstanden. Jeder für sich selbst, ne? Jeder hat es für sich selber anders verstanden als jetzt, also das ist selbstredend. Ja, da werden echt Erinnerungen wach. Manche fragen mich manchmal nach meinem früheren Leben, wie es früher denn so war. Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich weiß, dass es hart war. Aber ich weiß auch, dass ich diese Härte damals schon reflektiv verarbeitet habe. Aber es hat sich dann irgendwann im Nichts aufgelöst. So ein Grundgefühl ist noch da, dass es hart und heftig war und viel. Also so eigentlich auch wie jetzt, nur anders. Es war eigentlich wie jetzt, nur anders. So viel kann ich sagen, mit absoluter Sicherheit. Und es ist auch eins dieser Phänomene, sinnbildlich gesehen, der Nacht, der Magie, des Unfassbaren, des Unsichtbaren, die ich nicht in einer kommenden Show weiter bearbeiten werde.
gerade. Das lassen wir so stehen. Das lasse ich ausnahmsweise mal so stehen. Just a gigolo, and everywhere I go, the people know the part I'm playing. Herzlich willkommen zurück bei Chris Cassidy mitten in der Nacht. Es war gerade wie ein Knockout. Ja. Ich war mal kurz, weiß ich nicht, out of space zwischen den Welten, als hätte mir jemand was in den Drink gekippt. Dabei habe ich heute doch noch gar nichts getrunken. Aber jetzt ist es soweit, das sind die Momente, dass man froh in der Nacht, wenn man ein Getränk dabei hat, ja, mal wieder klarkommen, runterkommen oder raufkommen, wie auch immer man das für sich nutzen will. Ne? Ich nutze das jetzt mal für mich einfach Chris Cassidy Style, um den Moment zu krönen. Und man muss auch, heutzutage sind ja die Kleinigkeiten. So einen Kronkorken, den kann man echt mal mitnehmen oder halt einfach mal, machen wir mal, ne? Machen wir mal. Das ist ja das Jahr der Tat, habe ich gehört. Und da kann man, muss man Sachen auch einfach mal machen. Nicht nur reden, ja, Umweltschutz und so. Und das sind gerade die Kleinigkeiten im Alltag, die halt eben, die untergehen, ja. Die Kleinigkeiten, auf die muss man achten. Die schleichen sich so ein. Zahnpasta, welche Zahnpasta nimmt man? Welchen Kaffee kauft man? In welchem Kleidergeschäft kauft man seine Kleider? Und welches Bier trinkt man? Aber das darf ruhig jeder für sich selber rausfinden. Ne? Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und seinen eigenen Kopf, aber was ich nur will oder halt woran ich appelliere, ist, dass man ihn wenigstens mal einschaltet. Am besten in Verbindung mit dem Herz und dann erschließt sich die Seele ganz von allein. Prost, cheers, aufs Wohl, aufs eigene Wohl, bei jedem anders. Ja. Zeit weiterzugehen. Ja, ein Moment der Ruhe ist schon durchaus angebracht, aber wenn es danach schreit, dann muss man rennen, dann muss man sich bewegen und meistens schreit das Leben und erst recht die Nacht danach, dass man es tut, dass man auf Geschwindigkeit geht, auf Ekstase, auf Exzess, dass man das zumindest also diese das ein bisschen zulässt, so die Richtung, diese Tendenz eingeht, diesen Weg geht. Wie weit auch immer, man muss ihn nicht bis zu Ende gehen, aber dass man ihn mal ne, zulässt. Das macht das Leben selbst auch. Der Mensch hat es bemerkenswert gut geschafft, das irgendwie zu unterdrücken und es zu verschleiern. Aber das Leben ist stark und die Natur will raus, da hat eigentlich keiner eine Chance. Rein und raus und wieder rein und nochmal raus. Und deswegen bekämpft das nicht, sondern vereinigt euch damit, lasst es zu. Und es wird seinen eigenen Frieden finden und gestalten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, das muss man halt erleben. Ne? Dann ist auch im Nachhinein, also im Vorfeld ist schwierig, sich vorzustellen. Und im Nachhinein ist es halt schwierig, drüber zu reden. Deswegen gilt, selber erleben, selber machen. Im Jahr der Tat gehen wir jetzt auch einfach in die U-Bahn. Ab durch die Mitte, mitten rein. Ich bin dabei, ihr seid am Start. Und die Zukunft kommt. Die kommt schnell. Fährt an dir vorbei oder die überfährt dich. Es ist keine Chance einzusteigen, da ist die schon wieder weg. Aber die nächste Zukunft kommt gewiss und Chris Cassidy wird auf jeden Fall wieder live berichten. Er wird greifen, was zu greifen ist. Er wird tun, was zu tun ist. Er wird sagen, was zu sagen ist. Nämlich die Wahrheit und nichts als die blutige, manchmal traurige und manchmal so schöne Wahrheit, dass sie wehtut, dass man sie kaum tragen kann. Ja. Mein Appell an euch ist, ein weiteres Mal übertragt ein wenig von dem Zauber der Nacht in den Tag. Ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Könnt ihr auch auf Arbeit im Büro machen. Nur ein Müh, ein kleines bisschen Magie der Nacht im Tag und schon. Ja, und auch ein bisschen Tag in die Nacht, wie man hier halt sieht. Ne? Ein bisschen Struktur, ein bisschen Sicherheit, klare Bahnen in der Nacht. Ist gut. Dann komme ich von A nach B und halt eben von X nach Hause. Ganz, ganz sicher, obwohl ich selbst körperlich und orientierungsmäßig gar nicht mehr in der Lage bin. Mach die U-Bahn den Rest für mich, das ist super. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Ja. Die Bahn fährt irgendwie von rechts nach links, also von Norden nach Süden.
Süden finde ich gut. Süden ist warm, warm ist kuschelig, warm, warmes Bett und so. Das machen wir. Da ja, folgen wir mal dem Flow. Aber es geht halt um die Mischung, ne? Mischung von Tag und Nacht, Mischung von Yin und Yang. Grauzonen erforschen ist die Ansage, ja. Und hier kommt sie, nächste Station von Chris Kessel. Ready to fly with the speed of light. Sich umgucken. Das ist eins von vielen Rastern, die man in der Nacht erkennen kann. Strukturen, Sprachen, die man erkennen kann. Wer sitzt, wer steht. Ja? Wer hat ein Smartphone, wer hat einen Hut. Wer löst Rätsel, wer starrt in die Ecke. Das sagt viel. Manche kommen, manche gehen, manche haben einen Koffer, manche haben einen Apfel und ein Ei und manche brauchen und betteln nach einem Apfel und ein Ei. Manche fahren schwarz, manche fahren weiß und manche fahren in den Grauzonen, in den viel besprochenen und beschworenen Grauzonen, die ich euch ans Herz lege, ans Herz und in den Kopf. Ja, grau. Grau, so wie diese Wand hier. Die U-Bahn ist grau, die U-Bahn ist warm. Und das ist halt eben auch das ist halt eben das Schöne. Das sind die Verbote im Tag, ja, gelten aber in der Nacht nicht. Also ich rauche jetzt auch keine, aber ich rauche keine, weil ich gerade keine rauchen will. Video, guck mal hier, das ist auch Video. Ja? Video ist erlaubt. Video ist immer gut. Video ist am Puls der Zeit. Und Video ist auch als Medium und als Kunstform halt noch eine Grauzone. Da weiß man noch gar nicht so wirklich, was ist denn das und was soll denn das und wie nimmt man das jetzt auf als Konsument oder wie machen wir es halt auch selber. Ne? Und, ja, das kann man halt auch in der U-Bahn machen. So. Jetzt ist es soweit, wir sind da, wo ich hingehöre. Hermannplatz, da ist Chris Cassidy geboren. Da weiß ich, das ist wie im Alles und im Nichts hier. Da bin ich gleich ganz, wie ein kleines Kind werde ich da plötzlich. Also Hermannplatz, da bin ich gezeugt, befruchtet, geboren. Hier werde ich sterben. Hier ist ganz maßgeblich, also in den Gemäuern hier, ist eigentlich auch meine verwandtschaftliche Seelenenergie sehr groß da. Und ich war plötzlich einfach hier. Das ist das Letzte, an was ich mich erinnere. Ich war plötzlich hier und dann ging mein Leben los. So viel kann ich sagen, mit absoluter Sicherheit. Und das ist halt eben auch eine Vorahnung, dass ich hier, was heißt eine Vorahnung, ein Wunsch, dass ich auch hier zu Ende sein möchte. Also das ist schon hier mein Alpha und Omega. Hermannplatz, Neukölln, Berlin 2014. Ist ein ehrenvoller, erhabener Platz. Das wissen viele nicht. Das sehen auch viele nicht. Ja, aber er ist ein Ausdruck der Nacht. Er ist ein Ausdruck der Essenz unserer heutigen Folge, denn hier passiert Hässlichkeit. Und Hässlichkeit ist wahr, die kann man sich anschauen. Ja? Und Schönheit kann auch Hässlichkeit sein, das sieht man hier auch manchmal. Hier ist alles am Hermannplatz, ist alles da. Hier mischt sich das Leben und geht aneinander vorbei. Und es ist wirklich, der Hermannplatz ist wie Chris Cassidy und Chris Cassidy ist der Hermannplatz. Er ist knallehrlich, er ist in die Fresse, er ist grob, er ist dreckig, er riecht manchmal, aber er ist ein zentraler Punkt, von dem aus es überall hingeht. Ja? Und auch Chris Cassidy wird für immer und für die Zukunft und für die Ewigkeit neugierig bleiben und dem nachgehen und Ausdruck verleihen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ihr Eingeschlafenen.